Die Ausstellung gibt es einfach schlichtweg deswegen, weil Michael in all den Jahren, in denen er gefahren ist, in seine Autos verliebt war und in seine Dinge verliebt war und dann schon immer versucht hat, viele Dinge zu bekommen und zu behalten. Die Familie Schumacher sieht das wirklich ganz klar als Dankeschön an die Fans. Deswegen hat sie sich bewusst entschieden, die Ausstellung komplett kostenfrei zu machen.